Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Wir sind heute zu Gast in Leogang im Salzburger Land, dort, wo normalerweise die Skifahrer die Pisten herunterflitzen. Wir haben aber hier einen 700 Quadratmeter großen Garten gefunden, voller Pflanzen, voller Tiere und voller Dekoration. Umgeben von hohen Bergen, umgeben von vielen, vielen Blumen und umgeben von viel Dekoration. Da stehen wir jetzt. Elke, dein grünes Paradies. Sind die Blumen wichtiger oder ist die Dekoration wichtiger? Die Blumen, auf jeden Fall die Blumen. Es hat sich entwickelt sozusagen. Also wir sind draufgekommen, dass es uns mit Blumen gut geht und darum sind sie auch mehr geworden. Es ist ja ein relativ kleiner Garten, 700 Quadratmeter. Aber ihr habt eigentlich alles da drinnen, was man sich nur vorstellen kann. Also wenn wir irgendeinen Wunsch oder einen Traum haben, dann schauen wir, dass wir uns den erfüllen können. Und irgendein Platzteil haben wir bis jetzt immer noch gefunden, dass das Platz hat, was wir wollen. Die Ideen, wo hast du her? Oft sieht man irgendwas in einer Zeitschrift, was einem gefällt. Oder meistens kommt es eh von selber. Und das schönste Vorbild ist für uns die Natur. Und wie geht es dir das dann an, wenn sowas macht? Ihr, in dem Fall der Ehemann, ist sozusagen Mitgärtner dabei? Wir sind sehr viel in der Natur unterwegs. Und wenn wir da irgendwas sehen, sei es jetzt irgendein Wurzelstock mit Moos oder sowas, setzt man dann gern selber im Garten um, wo man sagt, man kann Hauswurzeln einsetzen oder das passt irgendwo dazwischen. Das ist dann genau unseres. Die Kräuter wachsen da bei dir am Haus. Das ist wunderschön. Verwendest du auch natürlich wahrscheinlich? Natürlich. Also die kommen täglich auf den Tisch. Gerade was Saison hat, das wird dann verwendet. Auch viele blühende Kräuter im Endeffekt, nicht? Malven zum Beispiel, ja. Die schauen wunderschön aus. Tust du da ein bisschen so den Aspekt der Blühfarbe auch mit einbeziehen oder ist das kunterbunt? Ich habe so ein bisschen einen Hang zu weiß, rosa, lila, blau. Also das ist so mein Farbspektrum, was mir gut gefällt. Und das wird natürlich ein bisschen berücksichtigt da. Aber gerade so wie die Malven, was da so wild aufgehen, die sehen sich einfach selber aus und die dürfen dann auch bleiben. Weil das ist ein Platz, wo es ja gefällt und das passt dann auch. Bei euch ist das Klima ja relativ rau. Nicht? Wir sind mitten in einem Skigebiet, genau. Muss man sagen. Nicht? Das heißt, wann fängt ihr da im Frühjahr an und wann geht es schon zu Ende? Ich merke es oft so, wenn Gäste oder Besucher kommen, die sagen, das ist bei mir schon verblüht. Das ist dann meistens so 2, 3, 4 Wochen, wo wir einfach im Rückstand sind. Ein zweiter Frühling, den man sozusagen da erlebt. Genau. Der zweite Frühling in Leogang. Wir sind aber jetzt im Herbst. Was da zu tun ist, das schauen wir uns jetzt auf der Natur im Garten Erlebniswelt in Tulln an. Wir stehen am Ende des Gartenjahres. Was ist denn jetzt noch zu tun? Gartengeräte säubern und mit Öl einreiben, zum Beispiel Spaten oder Grabgabeln. Dann Vogelnistkästen sollte man jetzt ausräumen und ebenfalls reinigen, am besten mit Essigwasser. Bruchgefährdete Gehölze, wie zum Beispiel die Ribisel oder auch Strauchpfingstrosen, unbedingt zusammenbinden, damit der Schnee diese Äste dann nicht abreißt. Und auch ganz wichtig, den Rasenmäher sollte man jetzt schon zum Service bringen, damit er im kommenden Jahr wieder funktioniert. Und wir kümmern uns um die Zimmerpflanzen, konkret um die Vermehrung der Zimmerpflanzen. Ob Usambara-Veilchen, Philodendron, Grünlilie oder der Gummibaum, all diese Pflanzen kann man ganz leicht vermehren. Was brauchen wir dazu? Einmal die richtige Erde. Hier haben wir es. Das ist gut abgelagerte Komposterde oder Packungserde und ganz, ganz viel Sand. Man sagt ungefähr 2/3 Sand und 1/3 Erde. Das ist das, was das ideale Substrat für die Pflanzenvermehrung ausmacht. Also gut mischen. So, fertig ist die Erde und die füllen wir jetzt in so kleine Töpfchen ein. Das sind torffreie Vermehrungstöpfe. Die sind ideal in so einem kleinen Zimmergewächshaus, damit die Pflanzen auch wirklich eine gespannte Luft haben, also damit, wenn dann die Pflanzen zu wachsen beginnen, auch wirklich immer ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist. Beste Zeit zum Vermehren ist übrigens so der Spätwinter, da beginnt so die Wachstumszeit von den Zimmerpflanzen wieder. Aber die Vorbereitungen, die kann man jetzt schon treffen.
Am einfachsten zum Vermehren ist die sogenannte Grünlilie. Übrigens eine Pflanze, die im Zimmer ganz, ganz besonders wichtig ist, denn sie filtert extrem viele Schadstoffe aus der Luft. So, da haben wir diese langen Triebe von der Grünlilie. Die kann man abschneiden. Und wenn man genau schaut, dann sieht man hier schon die neuen Wurzeln. Ganz klein. Und die schneidet man jetzt ab, diese Kindeln, wie sie genannt werden. Und steckt sie in die Erde. Am besten immer mit einem Holzstäbchen ein Loch machen, reinstecken. Da, das sind die Grünlilien, die wir da gesetzt haben. Dann Usambara-Fällchen. Eine tropische Pflanze, die auch ganz leicht zu vermehren geht, nämlich durch Blattstecklinge. Man bricht einfach ein Blatt heraus und dieses eine Blatt steckt man in die Erde hinein. Und sobald es in der Erde drinnen ist, beginnt unten eine Kallusbildung. Das heißt, dort unten entstehen dann die neuen Wurzeln und wirklich wenige Wochen später kommen dann schon die ersten ganz winzigen Blätter und nach etwa 4-5 Monaten kommt auch schon die erste Blüte. Also Usambara-Fällchen lassen sich ganz leicht vermehren. So, und jetzt wollen wir noch einen Philodendron vermehren. Auch eine wunderbare Zimmerpflanze, die viele Schadstoffe aus der Luft holt. Wichtig beim Philodendron ist, es muss immer ein Blattansatz mit dabei sein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hier vermehrt, richtige Richtung natürlich merken, es muss die Wachstumsrichtung sein. Also, man schneidet hier zum Beispiel ab und hier ab. Und das hier ist dann schon eine neue Pflanze. Wenn man genau schaut, da sind schon Wurzelansätze. Da kommen die neuen Wurzeln. Und diese Pflanze wird genauso groß einmal wie die andere. Besonders rasch wachsen natürlich Pflanzen, wo diese sogenannten Luftwurzeln schon drauf sind. Auch hier Teile, die man ohne Blätter hat, abschneiden. Würde nur Energie kosten, das braucht die Pflanze jetzt nicht. In die Erde hineinstecken. So, alle Töpfe sind voll. Jetzt wird angegossen. Und das ist eine wichtige Maßnahme da in Zukunft. Die Pflanzen müssen immer gut feucht sein, allerdings nicht zu nass. Und wenn man nur einzelne Töpfe hat, dann gibt man ein Plastiksackerl drüber. Oder, so wie hier, das ist so ein kleines Zimmergewächshaus. Und damit schützt man die Pflanzen, hat eine gespannte Luft. Und da wurzeln die sehr, sehr rasch. Warm und hell aufstellen. Und nach wenigen Tagen hat man schon viele kleine Zimmerpflanzen, die man dann zum Beispiel herschenken kann. Ein bisschen anders ist es beim Gummibaum. Stecklinge, so wie wir es zuerst geschnitten haben, wachsen beim Gummibaum nicht so leicht an. Vor allem im Zimmer nicht. Wenn man den wirklich vermehren will oder einen großen Baum ein bisschen verkleinern will, dann kann man abmoosen. Da wird der Ast zur Hälfte eingeschnitten. Da kommt dann Moos rundherum. An der Schnittstelle bildet dann die Pflanze Kallus und später dann die Wurzeln. Und damit das Ganze wirklich auch feucht bleibt, gibt man rundherum eine Plastikfolie. Oben und unten mit einem Draht fixieren und ab und zu dann mit Wasser versorgen. Das dauert dann wirklich einige Monate, bis sich Wurzeln bilden. Man sieht es dann sogar durch die Folie durch. Abgeschnitten wird dann klarerweise darunter und dann wird das Ganze in einen Topf gesetzt und dann hat man einen neuen kleinen Gummibaum. Einen großen kann man damit ganz, ganz stark zurückschneiden und viele junge Pflanzen draus machen. Ja, so funktioniert die Pflanzenvermehrung. Wenn immer eine Gartenfrage auftaucht, Sie wissen ja, bei uns gibt es das Natur im Garten Telefon. Von Montag bis Freitag können Sie anrufen, auch natürlich zu fragen, wenn es um Zimmerpflanzen geht. Und da kam eine Frage, bei meinen Zimmerpflanzen bildet sich immer an der Oberfläche so ein weißer, kristalliner Belag. Was ist das? Ist das ein Pilz oder etwas anderes? Es ist etwas anderes, nämlich das sind Dünge- und Kalkablagerungen. Die sollte man von Zeit zu Zeit mit einer Gabel entfernen, durch frische Erde ersetzen. Das passiert immer dann, wenn man die Pflanzen längere Zeit nicht umgetopft hat, dann kommt es zu solchen Kalkausblühungen. Aber an sich nichts Gefährliches.
Und jetzt noch einige Veranstaltungstipps, die ich für Sie ausgewählt habe. Am 30. November findet in Eckelsberg in Oberösterreich unter dem Motto Irrlichter und Moorgeister eine Wanderung durch das abendlich mystische Ibmer Moor statt. Und vom 30. November bis zum 1. Dezember findet zum ersten Mal auf der Garten Tulln ein Adventmarkt statt. Wir sind zurück in Leogang, dort, wo man Ski fährt, wo der Tisch gedeckt ist, allerdings nicht zum Essen, sondern mit lauter Pflanzen, wenn man das anschaut. Viele Sedumarten. Gefällt mir, und sind pflegeleicht. Bleibt auch den ganzen Winter stehen, also da wird nichts weggerammt. Da ist dann ein Meter hoch Schnee drauf und gerade da wachsen sie gut. Sedum ist ja eine sehr dankbare Pflanze. Du hast ja die unterschiedlichsten Arten dort. Wie wählst du die aus? Eigentlich so ein bisschen nach Blüte auch. Also die Hauswurzen gefallen mir zwar sehr gut, aber denen gefällt es bei mir nicht so. Ich fahre am besten mit Mauerpfeffer und so die kleinen Fetthennenarten, die wachsen bei mir am besten. Und suchst du die nach Sorte aus oder was daherkommt, kommt daher? Ich bin eigentlich keiner, was noch auf Sorte schaut. Ich gehe in irgendein Geschäft, in irgendeine Gärtnerei, sehe die Pflanzen, gefällt mir und dann darf es mit. Tust du dann vermehren auch das zum Beispiel? Ja, also es wird schon geteilt, wenn es gerade größere Stickerl sind. Ja, doch. Ja, nachdem ja viele Krüge da sind, ja. Das heißt, du hast viel Platz. Genau. Und sonst schaffen wir wieder Platz. Krüge finden wir immer wieder. Wo kommen die eigentlich her? Ich glaube, der Grundstein war das, dass ich früher Porzellan verkauft habe. Und sobald ich irgendein schönes Porzellan sehe, werde ich jetzt noch schwach. Und gerade die alten Kaffeekannen und so, die haben wir speziell angetan. Und mittlerweile bringen wir es oft auch schon Kundschaften, die das bei mir gesehen haben. Und bevor sie es wegschmeißen, bringen sie es oft und sagen, vielleicht kannst du es noch brauchen. Also ich habe noch genug Vorrat im Keller. Das wollte ich gerade sagen, weil es sind wahrscheinlich einige wertvolle dabei, die stehen natürlich nicht bepflanzt. Nein. Die Kannen, die man bepflanzt, muss man nämlich unten anschneiden, damit das Wasser abbrennen kann, damit es die Kannen dann auch nicht zersprengt, wenn es Frost gibt. Die Schönen bleiben natürlich drinnen, die werden aus Blumenvasen hergenommen. Ihr habt ein riesiges Reich an Wasser, obwohl der Garten, wie gesagt, nur 700 Quadratmeter ist. Ich würde sagen, gefühlte Hälfte vom Garten ist voll mit Wasser. Wie ist es zu dem gekommen? Das war nach einem Besuch im Tiergarten. Also wir sind mit dem kleinen Neffen im Tiergarten gewesen und da haben wir gesehen, das Tiergehege ist so schön mit Wasser abgegrenzt und das hat uns einfach gefallen. Dann sind wir heimgekommen und haben schon mit dem Gartenschlauch einmal den ersten Umriss vom ersten Teich aufgelegt. Und das ist dann ein bisschen eine Sucht von meinem Mann geworden. Also wir haben dann halbjährlich dazu gebaut und mittlerweile sind wir auf einer Menge an Wasser, wo ich sage, mehr geht jetzt wirklich nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr, mehr, glaube ich. Ja. Wir haben sonst früher kriegen wir nasse Füße. Genau, sonst stehen wir im Wasser. Wir haben auch da gerade der Teich, was da vor uns ist, das war früher ein Blumenbeet. Das war zum Neugestalten. Die Stauden sind groß geworden. Die haben wir teilen müssen. Und dann hat mein Mann eigentlich das große Loch gesehen und hat gesagt, nein, mach mal einen Teich. Und so ist mir eigentlich bei vielen meiner Beete gegangen. Also war zuerst Blumenbeet und jetzt ist es Teich. Das müssen wir erklären. Das heißt, das sind nicht zusammenhängende Wasserflächen, sondern genau. Extra. Wir haben viele extra Wasserflächen, weil wir gerne ein bisschen experimentieren. Also im großen Teich drüben sind große Fische, Schildkröten drinnen. Da mögen es die Seerosen wieder gar nicht gern. Deswegen haben wir so verschiedene Zonen, wo wir probieren, was geht am besten. Da sind keine Tiere jetzt in dem Fall drinnen? Fische haben wir überall drinnen. Aha. Und zwar aus dem Grund, die fressen die Mückenlarven. Okay. Also wenn nichts drinnen war mit den Libellenlarven, war es mir fast zu wenig. Also wir haben sogar in der großen Regentonne vorne Fische drinnen, weil die eben die ganzen Mückenlarven fressen. Ja. Und da hinten der, was war mit dem? Das war früher mein Bauerngarten. Da war ein schöner Bauerngarten angelegt. Und irgendwo ist der Wunsch nach dem Schwimmteich gekommen von meinem Mann. Garten weg und Schwimmteich her. Und das ist wirklich ein Schwimmteich? Ja, ist der so tief? Ja, 1,70 Meter tief ungefähr. Und den teilen wir uns mit Schildkröten und Fisch und funktioniert super. Ja. Und das macht auch nichts. Weil da gibt es ja viele, die sagen, nein, dort wo Schildkröten oder wo Fische drinnen sind, da will ich nicht schwimmen. Nein, wenn ich in einem See schwimmen gehe, triff ich auch auf Fische und meine kenne ich wenigstens, die drinnen sind. Da weiß ich mit, wenn ich touchiere. Du hast sehr, sehr schöne Seerosen da. Und die sind ja gar nicht so einfach eigentlich in eurer Gegend, weil es ja doch, haben wir schon festgestellt, sehr kurze Vegetationsperiode gibt. Aber denen geht es gut.
denen geht es gut. Es wirkt da der Teich sehr, sehr flach, ist aber auch 1,20 Meter tief ungefähr. Die Tiefe braucht man, damit die Fische und Seerosen überwintern können. Und mir dann im Grunde nicht viel. Also großartig Pflege gibt es nicht. Es wird einfach was zu viel, ist rausgenommen und der Rest ist Natur. Und genau so passt das auch. So, der Bauerngarten ist zum Teich geworden. Gibt es jetzt gar keinen Bauerngarten mehr? Nein, Bauerngarten gibt es keinen mehr. Ich bin von meinem Mann aber super entschädigt worden. Ich habe anstelle des Bauerngartens mehrere Hochbeete bekommen. Es sind da sehr, sehr viel genutzt worden. Wie die Kinder klein waren, war die Familie natürlich groß im Haus und der Bedarf an Gemüse groß. Der ist mittlerweile auch schon wieder geschrumpft. Die Kinder sind außer Haus. Jetzt sind nur mehr wir zwei. Jetzt reicht uns unser kleines Frühbeet, wo wir wirklich vor April weg, wenn der Schnee liegt, schon den ersten Salat Kohlrabi setzen. Und bis zum Herbst kämen wir mit dem jetzt aus. Dass der Beginn dieses Teichgartens im Tiergarten war, das kannst du nicht leugnen. Ihr habt ja wahnsinnig viele Tiere. Welche? Das darf mich jetzt interessieren. Die Tiere gehören bei uns einfach dazu. Also viele sind Familienmitglieder im Haus und wir haben auch im Garten sehr, sehr viel. Also Hühner, Hasen, Meerschweinchen, Vögel, Fische, Schildkröten, alles, was irgendwie kreucht und fleucht. Von Leogang geht es jetzt wieder zurück nach Tulln auf die Natur im Garten Erlebniswelt zur Sophie Palme und die präsentiert uns jetzt nette Dekorationen fürs Haus. Ich liebe es ja, am Wochenende auf Flohmärkte zu fahren. Da finden sich immer allerlei Schätze, so zum Beispiel so alte Backformen. Die schauen einfach schön aus. Backen möchte ich ja nichts mehr drin, aber deswegen habe ich einen guten Tipp, was Sie stattdessen damit machen können. So alte Backformen und auch schöne alte Keksdosen mit einer wunderbaren Patina lassen sich sehr gut befüllen. Und ich zeige Ihnen heute mal einen ganz anderen Adventkranz. Sie befüllen dieses Behältnis am besten mit einem Kies oder einem Sand, geht auch. Und dann brauchen Sie viele Schätze aus dem Garten. Falls Sie keinen Garten haben, gehen Sie einfach auf schöne Spaziergänge, da findet sich immer allerhand. Sie benötigen dafür 4 schöne Kerzen. Welche Farbe die haben, überlasse ich Ihnen. Ich finde Rot halt besonders schön in der Adventszeit. Kies hat den Vorteil, dass das Ganze gut drinnen hält. Jetzt tun wir 4 Kerzen rein. Das muss gar nicht so ganz symmetrisch sein. So, die letzte hält auch. Und jetzt geht's ans Dekorieren mit Ihren Schätzen aus dem Garten. Die oberste Schicht ist ein Moos. Das sollte ein bisschen feucht sein zum Arbeiten. Funktioniert es besser. Und ich belege mir hier die ganze oberste Schicht mit dem Moos. Falls noch ein bisschen Kies durchschaut, macht das überhaupt nichts, weil da kommt ja nachher noch jede Menge Deko drauf. Und dann geht's schon weiter ins Dekorieren. Was auch immer Ihr Garten hergibt, vielleicht haben Sie ein paar Bockerln, die können Sie einfach hineinlegen. Das muss auch alles gar nicht befestigt werden. Das kann ruhig einfach so drauf gestreut werden. Das ist übrigens ein schöner Trick. Damit es einfach so hingestreut und lässig locker aussieht, streuen wir auch wirklich einfach nur drauf. Damit noch ein bisschen Farbe dazu kommt. Was richtig Buntes. Das können wir gut brauchen diese Tage. Und jetzt fehlt eigentlich nur mehr ein schönes Band, um das noch ein bisschen feierlicher zu machen. So, ich wickel mir das zweimal um die Hand. Ich brauche da ein bisschen die Enden ungefähr gleich lang und ziehe mir das von der Hand runter und mach mir so eine hübsche Masche. Damit das Ganze natürlich hält, brauche ich einen Draht in der Mitte und befestige das hiermit fest. So, das stecken wir uns da so hinein. So, dann ist er eigentlich schon fertig, mein Adventkranz der anderen Art in der Backform. In einer kleinen Keksdose funktioniert das Ganze übrigens auch. Ja, jetzt fehlt mir eigentlich nur mehr ein warmer Tee und ein paar Kekse, um so richtig in Adventsstimmung zu kommen. Ihnen wünsche ich auch einen schönen Advent.
Informationen zur Sendung gibt's unter extra.orf.at und natürlich auch auf unserer Homepage unter naturimgarten.at. Da gibt's die vielen Tricks und die vielen Tipps, die wir immer für Sie vorbereitet haben. Unser Buchtipp zur heutigen Sendung. Glück im Grünen nennt Julia Kosbach dieses kleine Lesebuch, das so richtig passend ist für die nächsten grauen Abende. Wunderschöne Geschichten, die zeigen, wie herrlich das Beschäftigen mit der Natur und mit dem Garten ist. Wie schreibt Julia Kosbach hier? Die erstaunlichen Eigenschaften der Glück im grünen Momente sind, sie stellen sich gerne dort ein, wo ich sie nicht erwarte, und sie lehren mich dabei im Lauf der Zeit ein sicheres Gefühl dafür, was mir liegt und gut tut. Das Buch ist im Styria Verlag erschienen. Hast du Zeit für so Lesestunden? Ja, also ich bin eine absolute Leseratte, aber ich befasse mich da nicht wirklich mit Pflanzenbüchern oder so. Ich mache das lieber in der Praxis. Das ist immer. Was sind deine Vorlieben beim Lesen? Ja, eigentlich sagt man das jetzt nicht so, aber die kitschigen Liebesromane. Schau her. Ja, aber wenn man den Garten sieht, dann weiß man es. Ja. Oder? Ja. Du hast sehr, sehr viele Blüten. Zuerst im Spaziergang hast du mir erzählt, du liebst die offenen Blüten. Genau. Die Bienen sind da, oder Insekten generell, sind ein großes Anliegen. Genau. Also ich habe ganz, ganz wenig gefüllte Blüten im Garten. Also ich schaue bei der Pflanzauswahl wirklich arg drauf, dass das ungefüllte Blüten sind, dass man für Hummeln, Bienen, Schmetterling wirklich direkten Zugang haben zu den Pflanzen. So wie die Taglilie zum Beispiel. Genau. Also das ist, da hinten haben wir ganz eine spezielle mit sehr, sehr hohen Blüten. Übrigens essbar, die Blüten. Genau, die sind genau, gut. Ja. Stockrosen. Wissen die wenigsten. Ja. Und da sind sie immer ganz ängstlich, wenn man genau. Da oben ist. Sagen, wenn Gott, lässt, ist das nicht giftig? Ja, genau. Ja. Stockrose hast du, eine fast schwarze. Ja, ja. Ganz eine dunkle, eine spezielle. Ja. Selber gezogen als Samen oder als Pflanzen gekauft? Nein, selber gezogen. Da haben wir ganz, ganz alte Samen gefunden in einem Nachkastlschuh von meiner Oma. Nein. Und die habe ich eigentlich jetzt schon seit Jahren aber wieder weiter vermehrt. Die Farbe ändert sich ständig, also nie irgendwie sortenrein oder so, sondern immer irgendeine spezielle Farbüberraschung. Und auch mit den Blättern, also ich habe immer ein bisschen so das Löchrige drinnen vom Malvenrost oder so, oder auch Fraßspuren. Aber wir sind so ein natürlicher Garten, mich stören da die Fraßspuren nicht, weil ich kann mich nicht aufregen, dass keine Schmetterlinge da sind, wenn ich die ganzen Raupen und alles selber vorher schon beseitige. Also das geht nicht, ja genau. Das gehört für uns dazu, ja. Eine gefährliche Pflanze, unter Anführungszeichen, steht daneben der Eisenhut. Ja. Gefährlich, weil es eine der giftigsten Pflanzen ist, müssen wir dazu sagen. Aber herrlich. Schaut herrlich aus. Und wie die Kinder klar waren, waren so eine Pflanzen nicht im Garten. Die sind halt erst später gekommen, wo man weiß, es greift jetzt nicht direkt hin. Also das. Und am Blutweiderich, den gibt es auch da, rund um den Teich natürlich, wenn so viel Wasser da ist. Viele Naturpflanzen, das gehört einfach dazu. Und wieder Blühfarbe rosa, genau meins. Der Garten, kann man sagen, ist ja fast voll. Ganz voll. Gibt es einen Plan für die Zukunft, wo du sagst, eigentlich das hätte ich noch vor oder das möchte ich noch pflanzen? Oder? Das habe ich vorgestern gerade meinem Mann mitgeteilt. Das Schildkrötengehege war irgendwie noch so ein bisschen mein Plan. Ein richtiges Schildkrötengehege. Das Landschildkrötengehege hinter uns, also das stand da noch auf meinem Plan. Schauen, das wird anders ausschauen, oder wie? Ja. Wie ungefähr, dann sagen wir das jetzt gleich. Also, dann weiß ich ja meinen konkreten Plan schon. Eher ein bisschen wüstenartiger, also nicht so viel Gras drinnen, weil das ist nicht der natürliche Lebensraum. Und so Lavendel und ein paar schöne Thymianpflanzen, so eher was Trockenes. Eine kleine Naturlandschaft für Schildkröten aus Menschenhand in einer wunderbaren Naturlandschaft hier in Leogang. Das war's für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln.